So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest. Wir sind hier in der letzten Folge überrascht worden von Eingeborenen, beziehungsweise unserer Pirsch nach Baumaterial haben sie uns leider entdeckt und verfolgt. Und dann sehen wir auch schon den nächsten. Die nächsten. Ja, leuchte du mal. Hallöchen, mein Freund. Und du? Und du verziehst dich, du Feigesau. Oh, ein sehr freundlicher Ureinwohner. Der hat uns direkt eine Dose Soda dagelassen. Oh, und daneben, da hinten sehe ich schon den nächsten. Feurio, da bin ich. Und da steht noch einer. Ein Nee. Ich bin gefragt, warum sie ihre Haare gelassen. Ist da noch einer? So. Aua! Ein Stück. Entschuldigung, das war jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich sein, also. Das war jetzt überhaupt nicht gegen Frauen gemünzt, aber das ist ein Stück. Schnell von hinten angreifen. Schön in den Rücken fallen. So haben wir es doch gerne. Ich hoffe, das war's mit unangenehmen Besuchern. Versuch mal eine Runde zu schlafen. Eine Runde zu schlafen. Okay, dann erst speichern, dann schlafen. Auch gut. Okay, das Schlafen hat geklappt. Dann speichern wir noch einfach, dass wir Tag hier in unserer Hütte sind. Und da haben wir auch schon einen Knochen. Ein paar brauchen wir noch. Dann machen wir gleich diese Krücke in den Arme. Dann noch ein Beinchen hinterher. Und dann hier noch leicht liegen. Können wir uns ja bedienen. Also, an Gliedmaßen. Ich sollte den Mund halten. Und Ärmchen ab. Und Beinchen. Und noch ein Beinchen. Und, ja. Oh, leider. Haben wir ja schon zwei Beinchen im Inventar. Auch nicht mehr mitnehmen. Leider. Und unsere Leuchte, Hannes. Nehmen wir schön weit weg. Sollen sich die Eingeborenen den holen? Mit schicker Schnitt. Oder ist das... Ach, das ist gar kein Haarschnitt. So ein Stirnband um, wa? Blödes Kaninchen. Also was essen.
trinken. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Strandabschnitt. Was ist denn hier heute los? Nest? Ungebetene Besucher, weg damit! So. Brenne, Baby, brenne! Wir uns so eine schicke Deko hier am Rücken befestigen können. Würden wir doch glatt einer von denen durchgehen. Ich kann das nicht mehr. Wer hat mich hier angeknallt? Du. Ich hasse diese Ureinwohner. Okay, wo bringt ihr mich hin? Der hängt hier auch erstmal ganz locker rum. Pinata! Da auch Süßigkeiten rauskommen? Ist das ein leckeres? Was haben wir denn noch? Wir haben ein paar Sticks. Hier können wir natürlich immer mitnehmen. Da hängt noch eine aufgeblähte Leiche, die ihre Gedärme hier verteilt. Alkohol. Alkohol, ich mag dich wohl. Wie hält der? Hält er den brennenden Stock in den Flammen fest? Wo siehst du, der hier war auch schon mal in Polen, also der Koffer. Und der Besitzer des Koffers. Ein Kompass. Da geht es tiefer rein. Wollen wir hier schon wirklich rein? Ich glaube nicht. Wir werden uns diese Stelle jetzt vermerken. Ich glaube wirklich hier rein wollen wir noch nicht. Aber wir werden gucken, was ihm hier widerfahren ist. Das Licht. Die sieht aber echt nicht gut aus. Das war doch bestimmt nicht der einzige Stein, den er abgekriegt hat. Okay. Ziemlich fitter Bursche mit einer Hand im Seil.
sind hier auf jeden Fall immer mal geboren und so. Probiere ich mal das Flugzeug. Das bringt ja alles nichts. Wir brauchen Getränke. Das heißt, bestenfalls sollten wir ganz schnell einen Strand finden, in dem es Schildkröten gibt. Hoffentlich sollten wir uns mal waschen. Hier in den Stofffetzen. Oh, hallo mein Freund, wer bist du denn? Ein Laptop. Oh, eine Sodakiste. Oh, wir haben was zu trinken. Würde ich sagen. Schnell mal gucken, was hier noch liegt. Koffer. Hier haben wir aber wirklich viele Koffer. So groß war die Maschine, das glaube ich gar nicht. Aber mal sagen, das war jetzt die hintere Hälfte vom Flugzeug, mit dem wir abgestürzt sind. Dürfte die Maschine ja nicht allzu groß gewesen sein. Okay, ab Richtung Heimat. Dann schon mal ein paar Platinen, können wir uns schon mal Bomben bauen. Nicht weit von uns ist ein eingeborener Dorf. Dann müssen wir jetzt vorsichtiger sein. Und wir müssen zusehen, dass wir dann ganz fix unsere Basis hier fertigstellen. Bomben. Ja. Ah. Gut. Plan dahin. Und weg. Baumstumpf aufheben und nicht durch die Gegend schmeißen. So. Und davon schon die Hälfte fertig. Da habe ich auch noch einen Baumstamm. Vielleicht sollten wir mal einen Stickholder bauen. Einfach Sticks ohne Ende ansammeln. Aber auf Dauer ist das echt einfacher, als wenn wir mal einzeln ein paar holen. So. Schaut mal einer an. Noch ein Arm, zwei. Schade, wir haben genügend. Dann gehen wir mal weiter. Für
Vielleicht sollten wir dem Wasserlauf einfach mal folgen. Dass wir dann einfach vielleicht Glück haben. Glaube, wir haben uns nicht gesehen. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Okay, auch hier können wir wieder rennen, aber leise. Nicht ertrinken. Hier sind keine Krokodile, keine Haie oder so. Dann folgen wir mal dem Wasserlauf in die Richtung. Ja, ich würde sagen, in die Richtung erst einmal. Und hoffen, dass uns hier nichts entgegenkommt. Unsere Ausdauer ist auch nicht unbedingt super. Hi. Was wollen wir erwarten? Ein junger Mann, der auf einer Insel gestrandet ist, der eigenhändig Tiere erlegt, Bäume fällt. Dadurch nicht an das Kraft und Ausdauer finden. Nein, die nimmt er ab. Jetzt habe ich noch ein klein wenig Essen. Hauen wir jetzt vielleicht noch ein paar Kräuter rein. Ein bisschen Rohkost ist ja auch nicht verkehrt. Irgendwie traue ich den hier nicht mehr. Oh, das klingt so, als wenn wir hier in der Nähe sind. Fragt sich jetzt nur, wo wir hier sind. Und das erfahren wir in der nächsten Folge.